Ei Gemäue, heute sind wir nochmal im Bliesgau unterwegs. Da haben wir uns richtig drüber gefreut, denn das ist eine von unseren Lieblingsgegenden im Saarland. Ei Gemäue, und wir gehen halt die Klosterfahrt. Der hat ungefähr 11 Kilometer. Und vielleicht finden wir auch noch die ein oder andere schöne Aussicht. Wird zwar halt wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil sie ein bisschen nebelig ist. Also viel Spaß beim Gucken. Nicht selbst. Haben wir doch wirklich zum Mittagessen. Der Bauch ist voll und wir müssen Bärschnuff. Dort habt ihr Marco jetzt noch. Ich bleib unten. Weißt du, was das Schöne ist? Dank dir gibt es jetzt mal gut Wetter. Wenn die Ave hochsteigt, wird das Wetter schön. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat er halt jede Menge geniale Aussichten gehabt. Und zwar ins Biosphärenreservat Bliesgau. Das ist eine ganz besondere Landschaft hier im Saarland. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, kann der Marco euch ungern den Link verlinken.
Okay, ansonsten ist es halt ein örtlicher Rundwanderweg, das heißt schmale Pfade hatte man am Anfang vielleicht 300-400 Meter und dann war es halt vorwiegend breite Wege, teilweise sogar asphaltiert. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn für örtlicher Rundwanderweg ist der wunderbar. Man hat den Aussichtsturm, man hat das Horst Lochfeld mit seinem Bauerngarde, jede Menge Aussichten, wie ich euch ja schon erzählt habe und so weiter. Also es ist ein schöner, kleiner Anfängerweg oder auch einfacher Spazierweg und den können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hinter dir hat vielleicht auch noch irgendwas zu sagen, wenn ich ihm was übrig gelassen habe. Wenn er den Weg gehen, dann gehen, wenn es schön Wetter ist, also wenn klare Sicht ist, dann hat man auch weite, schöne Aussichten bis in die Vogese River und das ist top. Ja, und jetzt hören wir ja gleich auf und die Sonne kommt raus. Ansonsten war es das ganze da nebelig oder bewölkt, wie auch immer. Das war's eigentlich schon. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend und ganz liebe Grüße, Topper. So, wir haben unsere kleine Runde für heute beendet und die war arig doll. Ganz besonders sind die Ausblicke natürlich immer wieder in der Pliesgau und mit Jahren ins Biosphäre. Biosphäre.